Zu einem neuen YouTube-Video hier bei techie.de. Heute mache ich wieder ein wenig Docker und ich habe mir mal gedacht, ich schreibe mal so ein paar Befehle zusammen, die euch so im Docker-Alltag etwas helfen können. Die ganzen sind jetzt quasi der Reihenfolge nach wertungsfrei, aber helfen euch dann teilweise auch Probleme bei Docker-Containern, wie auch immer, zu lösen. Solltet ihr nicht eine Software wie Portainer oder ähnliches einsetzen, womit ihr viele Dinge auch direkt über eine Web-GUI machen könnt. Ich bin jetzt hier auf einem Docker-Server bei mir intern in meinem Netzwerk und wir gucken einfach mal mit Docker PS uns die ganzen Container an, die derzeit laufen. Man hat hier am Anfang die Container-ID, die ist immer eindeutig zur Laufzeit. Das heißt, auf eurem Server habt ihr nie zweimal die gleiche ID. Das Image, was verwendet wird und quasi wann es erstellt worden ist, wie lange es in dem Status ist, in dem es gerade ist und die Ports, die der Container verwendet. Das Ganze sieht bei euch natürlich, je nachdem, was ihr so drauf habt, immer etwas anders aus. Und Docker PS ist halt einfach nur eine kleine Variante, um mal die ganzen laufenden Container sich anzuzeigen. Wir gehen jetzt aber ein bisschen tiefer in die ganze Geschichte rein und wollen einfach mal gucken, wie die Konfiguration eines einzelnen Containers denn zum Beispiel aussieht. Dazu gibt es den Befehl docker inspect, der inspiziert sozusagen den Container. Damit habt ihr so eine kleine Eselsbrücke und dann macht ihr quasi entweder den Containernamen oder ich nehme meistens die ersten drei Buchstaben, Zahlen der Container-ID. Das reicht schon immer, um zu sagen, hier, welchen Container habt ihr denn? Also zumindest hier sind ja ganz wenige Container nur am Laufen. Und die 033 hier für Watchtower, das ist den ich jetzt hier gerade gleich aufrufen werde, ist halt die 033 hier eindeutig. Dann gibt es eine riesen Liste. Ihr seht hier wirklich alles, was irgendwie eingestellt ist und allen drum und dran und könnt von oben bis unten eigentlich durchgucken, ob die Dinge, die ihr so haben wollt, auch die richtigen sind. Also gibt es hier zum Beispiel ein bisschen was vom Status, welches Image das quasi ist, wird halt immer verschlüsselt. Dann wo in welchem, also welche Container-ID das Ganze im Langformat hat, was zum Beispiel jetzt für ein Resolve ist oder Host, falls also der Container irgendwas manipulieren sollte. Dann haben wir hier zum Beispiel den Netzwerktreiber, den wir verwenden. Und hier kommen wir dann quasi zur Host-Config, die ihr entweder über die Docker-Compose-Datei mitgibt oder halt über den Docker-Run-Befehl. Und wir haben hier zum Beispiel, wir mounten den Docker-Socket rein, damit Watchtower ja auch unsere Container updaten kann. Genau, so Logging wird einfach als JSON-File reingemacht, das heißt, der Container macht das selbst. Und hier haben wir noch viele diverse andere Volume Driver, Volumes From, das heißt, habe ich wirklich Docker Volumes im Einsatz? Ist er privilegiert zum Beispiel oder im Read-Only-Modus? Weise ich Ressourcen zu einer bestimmten Docker Compose-Version? Kann ich halt auch Ressourcen zuweisen? Respektive im Swarm-Mode. Und hier haben wir noch maskierte Pfade und so weiter und so fort. Die Grafter sind auch nicht so interessant. Hier bei Mounts wird es halt schon wieder interessanter, weil das hier ist eigentlich ja das, was ihr weiter oben schon gesehen habt. Also hier in den Binds. Aber hier sieht man es halt nochmal genau on Detail. Das heißt, was für eine Art von Mount es ist. Ziel und Quelle und Ziel. Der Modus heißt, ist es wirklich Lesen, Schreiben oder ist es schreibgeschützt und so weiter. Und dann haben wir hier noch die komplette Konfiguration von dem Container, die ihr natürlich alles über einzelne Parameter noch machen könnt. Wir geben hier zum Beispiel diverse Environment-Variablen mit und so weiter. Dann ein paar Labels haben wir noch. Network Settings. Und zum Beispiel Network Settings sind immer ganz spannend, weil wir hier unten zum Beispiel bei Networks
auch die IP-Adresse des Containers in unserem Docker-Netzwerk haben. Seid ihr natürlich sehr gut und habt das für viele Netzwerke aufgeteilt. Jetzt ändert sich das natürlich sehr stark. Ansonsten haben wir hier zum Beispiel die IP-Adresse 0.2 und da seht ihr jetzt, okay, intern, also im Docker-Netzwerk, kann ich den mit der IP-Adresse ansprechen. Solche Dinge muss man zum Beispiel mal herausfinden, wenn man vor einer Software einen Reverse-Proxy setzt und die Software braucht unbedingt die IP-Adresse des Reverse-Proxys, dann kann man das zum Beispiel darüber herausfinden. Als nächsten Befehl habe ich mir ausgedacht, dass wir mal Docker Logs nehmen. Und da sehen wir dann den Log-File des Containers. Ihr müsst Datum immer aufpassen, auch wenn ihr die richtige Zeitzone wie auch immer mitgibt. Teilweise wird das in den Logfiles nicht korrekt dargestellt. Also die Stunden können also immer ein bisschen verzogen sein. Die Minuten und Sekunden sollten natürlich, wenn eure Zeitsynchronisation auf eurem Host passt, ohne Probleme laufen. Hier kann ich mir also die ganzen Logs seit Start des Containers angucken und kann halt entsprechend auch Dinge nachverfolgen. Mit Docker Logs -F würde das Ganze jetzt laufend weitergehen. Heißt, würde der Container jetzt irgendwas protokollieren oder wie auch immer, würde es sofort zur Anzeige drin sein. Ihr könnt also damit mal schnell einen Fehler zum Beispiel einer Software nachtesten und könnt dann dort sehen, woran es hapert. Praktisch ist natürlich, wenn die Software einen entsprechenden Debug-Modus hat, den würde ich dann dort immer so einstellen, damit ihr möglichst die volle Menge an Log-Informationen erhaltet, die der Container respektive die Software euch auch liefern kann. So, jetzt kommt natürlich irgendwann der Tag, dann müsst ihr das komplette System mal warten und ich setze meine ganzen Docker Compose-Geschichten eigentlich immer auf den Restart-Modus unless stopped. Das heißt, sobald der Container gestoppt ist, soll er nicht wieder gestartet werden. Ansonsten soll er einfach sofort sich immer wieder starten. Macht ihr also auf Ubuntu einfach ein up-get-update und up-get-upgrade. Wird das dann die Container natürlich relativ hart runtergefahren. Aber wir können das Ganze auch dann wesentlich einfacher machen. Und zwar gibt es dafür Docker Stop. Damit stoppen wir einzelne Container. Also wenn ich jetzt hier einen Containername oder ID eintrage, wird dieser eine Container gestoppt. Wir wollen allerdings jetzt alle Container stoppen und sagen hier Docker PS-A-Q. Also wir nehmen diese Variable, die ihr uns jetzt hier erstellt, Docker PS, alle auch quite sozusagen. Das heißt, er soll die uns jetzt nicht auflisten. Packt ihr uns quasi in eine Art Variable und die wird direkt von Docker Stop aufgerufen. Und wenn ich das jetzt hier ausführe, wird jede einzelne ID nach dem anderen aufgelistet und er beendet dann alle meine Container. Wenn ich jetzt wieder ein Docker PS mache, seht ihr alles weg. Will ich das Ganze jetzt einmal die Container noch sauber aufräumen? Das mache ich ab und zu, wenn ich mal einen großen Rundumschlag mache zum Aufräumen aller alten Images und so weiter. Mache ich das Ganze mit Docker RM und dann Docker PS-A-Q. Und dann werden quasi alle gestoppten Container wirklich auch gelöscht. Da müsst ihr jetzt natürlich aufpassen, dass je nachdem, was ihr für ein Mount-Variable oder wie auch immer habt, dass dann die Daten natürlich auch weg sein können. Jetzt kann man natürlich dann hervorragend mit Docker Image Prune zu sagen, okay, löschen wir alle nicht benötigten Images. Haben wir jetzt zum Beispiel hier keine. Und dann kann man da hervorragend einen ganzen Docker-Server einmal aufräumen. Das war es von mir. Mich würde es von euch noch interessieren, was ist auch ein Docker-Befehl, den ihr unverzichtbar haltet. Schreibt ihn mir einfach unten in die Videokommentare. Ich bin gespannt, was da zusammenkommt. Und je nachdem, welche guten
da noch dabei sind, werde ich gerne mal noch ein Anschlussvideo dazu machen und eure Lieblingsbefehle sozusagen vorstellen. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis dann, danke und ciao, ciao.